Reporterin Vanessa Wilk ist vor Ort in Sinsheim. Vanessa, was sind denn die nächsten Schritte der Ermittler? Nun, zunächst müsste die Polizei natürlich erstmal das Umfeld befragen und auch Handydaten auswerten. Was jetzt bei der PK bekannt wurde, die beiden kannten sich noch nicht lang. Sie haben sich wohl über eine dritte Person kennengelernt und zwischen den beiden soll es wohl Eifersüchteleien gegeben haben. Und jetzt muss erstmal ausgewertet werden, wer da wie zu wem stand, gerade weil der mutmaßliche Täter eben auch schon mal polizeilich in Erscheinung getreten ist. Das Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises hat sich auch in einer Pressemitteilung geäußert. Was sind denn da die Informationen? Das Jugendamt hat schon länger mit der Familie zusammengearbeitet. Der mutmaßliche Täter war mehrere Wochen stationär in einer Kinderpsychiatrie eingewiesen worden und hat dort auch ein Anti-Aggressionstraining mitgemacht. Die Familie wird auch weiterhin betreut. Man fragt sich aber natürlich schon, gerade nach den Vorfällen in Östringen im November, hätte man dort nicht einfach mehr Maßnahmen treffen müssen, vielleicht auch härtere Maßnahmen? Dann hätte man vielleicht hier auch viel mehr vereiteln können. Es bleiben also noch weiter Fragen offen, die es zu klären gilt in den nächsten Tagen. Vanessa Wilk, danke für diese Information.